Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben endlich wieder besseres Wetter und ich möchte die Zeit nutzen, Fahrrad zu fahren. Ich habe zwar eigentlich super viel zu tun, aber bevor das Wetter wieder schlecht wird, möchte ich gerne noch ein bisschen Zeit am Rad verbringen und mal abgesehen von dem ganzen Enduro-Training und den ganzen To-Dos eine Zeit lang abschalten. Deswegen geht es jetzt gleich auf den Flow Trail Siegen. Und apropos Enduro-Rennen und so weiter und so fort, kommen wir zum Partner des heutigen Videos und zwar die App Fabulous. Wir haben ja schon mal eine Kooperation gehabt damit und heute ist Tag Nummer 2 sozusagen. Ich nutze die App immer noch, um für das Enduro-Rennen zu trainieren, mir Routinen anzueignen, die mir helfen, ja, mein Ziel zu erreichen, und deswegen stelle ich euch jetzt nochmal kurz diese App vor. Grundlegend ist die App eigentlich ganz, ganz einfach aufgebaut. Ihr habt verschiedene Routinen, die ihr euch aussuchen könnt, wie zum Beispiel Wasser trinken, großartiges Frühstück, tanzen auf deine eigene Art und Weise. Das sind die Sachen, die ich mir jetzt angeeignet habe. Aber ihr könnt das komplett individualisieren. Das heißt, wenn ihr starten möchtet, könnt ihr hier eure Reise beginnen mit der Herausforderung. Da gibt es verschiedene Sachen und ihr könnt damit ganz, ganz einfach neue Routinen etablieren, die euch dann Stück für Stück an euer Ziel bringen. Ich nutze diese App jeden Tag, weil sie mich immer wieder daran erinnert, meine Dinge zu erledigen, die ich erledigen möchte. Morgenritual, Nachmittagsritual, Abendritual. Und wenn mal die Motivation knapp wird, gibt es sogar einen Motivator, der dir ordentlich erklärt, wie du dich zu motivieren hast. Außerdem interessant sind diese sogenannten Reisen. Es gibt zum Beispiel sowas wie Bleib in der Spur oder sonstige Programme, drückst einfach drauf und drückst auf Start. Das sind also spezielle Programme, wie zum Beispiel auch der Gewohnheiten-Tracker, die ihr nutzen könnt, um euch ständig zu motivieren. Da kriegst du so einen Brief, den kannst du anklicken und lesen, und so führt dich dann die App durch und durch immer wieder zu deinen Zielen. Und das ist eine super Sache und auch sehr, sehr informativ und macht einfach mega Laune. Also, wenn auch du irgendein Ziel hast, was dich gerade kratzt und juckt und du möchtest das gerne erreichen und du möchtest irgendwas in deinem Leben verändern und du brauchst einen kleinen Motivator in der Hosentasche, der dich individuell an dein Ziel führt, dann können die ersten 100 Leute mit dem Link in der Videobeschreibung 25% sparen auf das Premium-Abo. Und wenn du darauf Bock hast, kannst du das gerne mal abchecken. Vielleicht ist da was für dich dabei. Und wir fahren jetzt gleich los auf dem Flow Trail nach Siegen. Aber vorher soll das Bike einpacken. Leute, das Beste am guten Wetter ist doch einfach, dass man mit den gleichen Sachen zum Trail fahren kann, die man dann später auch immer noch im Auto anhat. Also das ständige Klamottengewechsel und so. Und nee, also das brauche ich echt nicht mehr. Es war ja jetzt noch mal kurze Zeit richtig mieses Wetter und deswegen bin ich umso glücklicher, dass das Wetter jetzt wieder besser wird. Und das müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Außerdem sollen jetzt auch immer mehr Parks öffnen. Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Und da bin ich natürlich richtig hyped drauf. Also abgesehen natürlich vom Enduro-Rennen, was ansteht und so, freue ich mich einfach ehrlich auf wieder Lift zu fahren. Auch wenn da wieder viele Leute sagen, hey, es macht den Anschein, als fährst du viel lieber Lift als Fahrrad. Ich finde, das Argument zählt nicht, weil Liftfahren ist schön, aber bergab Fahrradfahren ist noch viel schöner. Ach ja, heute, weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, fahren wir natürlich mit dem Focus, mit dem neuen Lenker nach Siegen, denn so viele Sachen bin ich damit noch nicht gesprungen, außer auf den kleinen Mini-Home-Trails hier. Und in Siegen ist ja ein bisschen mehr was los, auch wenn er noch nicht alles offen hat. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie ich mich da schlage und nehme euch natürlich jetzt gleich mit. Und ich würde sagen, ich packe jetzt alles schnell zusammen, dann geht's ab. Also Leute, es wird auf jeden Fall langsam irgendwie Zeit für ein anderes Auto. Wenn die Autos nicht alle momentan so teuer wären. An alle, die Auto fahren, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was so euer Traum-Mountainbike-Auto wäre. Ist es ein Pickup, wie bei den meisten, oder habt ihr da andere Traumvorstellungen? Lasst mal ein bisschen Inspiration für mich da.
So Leute, wir sind angekommen am Flowtrail Siegen. Da geht's los und ich bin richtig aufgeregt. Ich habe, seitdem ich das E-Bike habe, habe ich davon geträumt, hier fahren zu gehen. Und ich bin richtig gespannt, wie ich mich hier schlage, heute auf dem E-Bock hier. Und obwohl es unter der Woche ist und Feierabendrunde, ist hier irgendwie nichts los. Bin trotzdem komplett alleine, sehr entspannt. Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen. Erstmal ganz entspannt warm fahren. Wir sind ja mit dem E-Bike, das heißt, wir können viele Runden fahren und ich nehme euch mit auf der GoPro. Oh Leute, ich bin richtig aufgeregt. Ich war ewig, also ich glaube, ich war noch nie an so einem Spot alleine fahren. Das ist ja richtig strange. Deswegen lassen wir das mal ganz, ganz, ganz entspannt angehen heute. Ich bin mal gespannt, was es hier gibt. Ich habe das erste Mal Anlieger fahren, glaube ich, mit dem Fokus. Es rollt halt definitiv auch schneller hier als das Torque. Komplett anders an, aber irgendwie cool. Ich war ja mit dem Render hier, das habe ich schon gefeiert. Also super weit irgendwie alles mit dem Fokus hier. Krass, das habe ich einfach im Schnee alles gar nicht gesehen. Das war die Linie fahren, die der Thomas hier mal fährt. Ich habe mich anscheinend falsch gemacht. Geht. Ich würde sagen, in der ersten Abfahrt fahren wir mal ganz runter und gucken, wie weit das unten mittlerweile alles fertig ist. Weil letztes Mal ging ja hier nicht so viel, beziehungsweise 1 bis 4. Weil ich natürlich hier ein bisschen entspannter, vor allem das Fokus. Durch den Bosch-Motor zieht es immer. Optimal. Naja. So, nächster Abschnitt. Bin ich alles blind gesprungen mit dem hoch. Uphill Trail. Vorbeigeguckt.
Ja, ist auf jeden Fall ein mega gutes Training, lange am Bike zu stehen. Der Uphill von ganz unten ist allerdings hier echt knackig. Beim E-Bike natürlich super. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange ich ungefähr hoch brauche. Puh. Und dann fahren wir, glaube ich, eher nochmal die ersten Stücke. Außer der Uphill geht wirklich fix. Dann fahren wir immer komplett einfach. Auf geht's. Ich würde sagen, das nächste Mal komme ich mal nach Olpe mit dem Fokus. Und dann, Thomas, wenn du das siehst, müssen wir uns auf jeden Fall treffen. Und heute hat es nicht hingehauen, leider. Aber dann brauche ich mal ein paar Tipps hier für das E-Bike. Weil ich werde auch auf dem Bike größere Sprünge können, mich sicher damit fühlen und so. Und das ist was, was auf jeden Fall hierauf noch fehlt. Das Cockpit jetzt macht schon viel aus, aber jetzt auf der ersten Abfahrt mit dem Torque zum Beispiel, halt direkt alles ohne Probleme gemacht. Vielleicht nehme ich mir das auch als Ziel für heute. Auf dem letzten Stück sind hier nicht wirklich viele Sprünge. Deswegen vielleicht nur die ersten springen. Ich merke auf jeden Fall, dass es viel weiter fliegt, das Bike irgendwie. Wahrscheinlich, weil es schneller rollt. Ja, wir radeln jetzt hoch. Und let's go. Guck mal, wie schön das einfach hier ist. Ne? Das ist schon krass. Ich finde, das ist das schönste Stück hier im Uphill in Siegen. Okay, Experiment. Zweite Schalkfeld machen. Ein bisschen langsamer fahren, da kommt gleich. Trail spare ich euch. Gewicht hoch. Aber einfach komplett. Ein kleines Training. Kleines Training noch. Ja, geil. Also das zweite Sharkfin-Ding ist auf jeden Fall größer als das erste. Ist auf jeden Fall länger in der Luft. Ich schenke mir das untere Stück jetzt. Und fahre jetzt schon wieder hoch und versuchen wir das nochmal. Ein bisschen Routine da reinkriegen. Ich hätte gar nicht nochmal reintreten müssen. Aber ich habe zur Sicherheit, dachte ich so, komm, tritt's noch einmal rein. Ein Schönchen. Auf geht's, nochmal hoch. Sonne raus hier. Geil. Kurve hier auf jeden Fall auch geschafft. Ich glaube, hier ist auch noch nicht viel so dran gemacht worden.
So Leute, die Sonne geht jetzt gleich unter, jetzt langsam dunkel und ich habe heute noch nichts gegessen. Doch, ein Outking habe ich gegessen, wie immer vor dem Trail. Ja, deswegen geht es jetzt nach Hause, beziehungsweise den letzten Uphill hier ziehen. Und ja, vielen Dank, wenn du bis hierhin dran geblieben bist. Für mich auf jeden Fall ein paar kleine Erfolge heute auf dem Fokus. Hab mich gut gefühlt und ich muss das Bike öfter fahren. Aber dadurch, dass das Enduro-Rennen ansteht, bin ich einfach viel mehr mit dem Torque gefahren, um halt dafür zu trainieren, ne? Uphill zu fahren und so weiter. Ja, lasst gerne ein Abo da, Leute. Ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und das ist für euch eine Kleinigkeit und mich supportet das sehr. Also, macht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und genießt das Wetter, wenn jetzt endlich die Saison beginnt. Ha, let's go. Macht's gut.